Hallo Leute, heute will ich darüber sprechen, warum Jeans, also genau genommen die allermeisten Jeans mit der Zeit heller werden, also an Farbe verlieren. Drauf gebracht hat mich gestern war es ein Beitrag, den ich irgendwo gelesen habe, dass richtig gute, also wirklich gute Jeans nicht an Farbe verlieren, sondern ihre Farbe immer behalten. Da dachte ich, boah, ist das schlecht. Mache ich mal ein Video drüber. Also genau genommen ist das Gegenteil richtig, also auch die allerbesten Jeans verlieren über die Zeit ihre Farbe. Und das soll auch genauso sein. Das ist auch absichtlich. Früher war das nicht so. Früher war das tatsächlich einfach nur produktionsbedingt. Heute ist es anders. Also heute legt da die Industrie schon viel Wert darauf, dass diese Eigenschaften von Jeans erhalten bleiben. Und ich will aber sagen, warum praktisch jede Jeans Farbe verliert. Nämlich aus zwei Gründen. Nummer eins ist Licht und Nummer zwei ist Abrieb. Zu Punkt Nummer eins geht relativ schnell. Jeans, also der Farbstoff mit dem praktisch der blaue Faden in Jeans gefärbt wird, ist Indigo. Ob nun pflanzlich oder natürliches Indigo, es spielt dabei keine Rolle. Indigo ist halt lichtempfindlich und je stärker oder je mehr ihr Indigo zum Beispiel Sonnenlicht aussetzt, desto heller werden Jeans. Könnt ihr mal ausprobieren, was ich nicht empfehle, nicht eure Jeans im Hochsommer zum Beispiel in der Mittagssonne draußen zu trocknen. Da habt ihr gute Chancen, dass ihr halt an den Stellen, die halt exponiert der Sonne ausgesetzt sind, halt verschießt. Ja, genau. Nummer eins, also Lichteinfluss. Und Nummer zwei, was vielleicht teilweise sogar noch wichtiger ist, ist der Abrieb. Und gemeint ist damit, dass praktisch an den Stellen, also hier bei dem Jeanshemd sieht man das ganz gut, also zum Beispiel jetzt hier so in der Armkehle bei mir, müsste eigentlich hier, müssten hier schon so, genau, seht ihr hoffentlich hier so Querstreifen. Das ist nichts, was irgendwie ein Laser reingemacht hat oder was da zufällig drin ist, sondern das sind halt von dem, ja, von meinen Armbewegungen wird der Stoff halt hier in den Knicken immer so ein bisschen gestresst. Und damit geht so ein bisschen Stoff hier verloren. Also Oberfläche wird damit abgenutzt und damit wird es halt nach und nach heller. Und der Grund dafür ist, dass halt der Faden, der blaue Faden, aus dem so eine Jeans besteht, nicht durchgefärbt ist. Ich wollte euch das mal zeigen, deswegen spiele ich die ganze Zeit hier mit dem Ding rum. Ich habe das hier so gefunden aus einer Jeanshose rausgeschnitten, hier so ein Stückchen Bein, also es geht oben nach unten. Und da seht ihr jetzt hier praktisch der Querfaden bei den allermeisten Blue Jeans ist halt weiß, also Naturfarben. Und der Längsfaden, der ist halt, also der senkrechte Faden, ich ziehe jetzt hier mal einen raus, der ist blau. Und der zum Beispiel ist jetzt, mal gucken, wie gut ihr das seht, ist nicht mehr so richtig tiefblau, ist ja auch schon ein gebrauchtes Teil gewesen. Ursprünglich war der mal tiefblau. Was aber immer noch erhalten ist, was aber weder ihr im Video noch ich sehe, weil es einfach zu klein ist, ist, obwohl hier sieht man es fast sogar schon, na ihr wahrscheinlich nicht, ist, dass der in der Mitte immer noch weiß ist. Die Ursache dafür ist, dass Jeans Garne nicht durchgefärbt werden. Also Gürtel zum Beispiel, richtig gute Ledergürtel, die sind durchgefärbt, die sind halt oben, unten schwarz und wenn du sie in der Mitte aufschneidest, sind die auch schwarz. Bei Jeansgarnen macht man das nicht. Also früher ging es halt nicht. Mittlerweile ist die Industrie in der Lage, das tatsächlich zu tun, durchzufärben. Will aber keiner, wenn das Garn durchgefärbt wäre, dann gäbe es hier nicht diese Auswaschung. Also dann wäre halt würde der Stoff, der Jeansstoff mit der Zeit nur langweilig heller werden, aber er würde keine Individualität entwickeln. Und dann könnte zum Beispiel die Industrie jetzt auch nicht Jeans schon so vorbehandeln. Das ist jetzt hier eine Savage Jeans von Blaumann, die hier schon behandelt ist. Also hier habt ihr so die Querstreifen drin. Da stand da wahrscheinlich jemand da mit einem Schleifstein oder sowas und hat es rein, also hat hier ein bisschen Material abgetragen. Oder es war ein Laser, was praktisch aufs Gleiche rauskommt. Laser trägt ja auch nur ein bisschen Material ab, also verbrennt die oberste Schicht. Und hier wurde es noch ein bisschen ausgebleicht. Praktisch, das läuft alles darauf hinaus, dass zumindest bei den mechanischen Varianten und beim Laser, dass da Material abgetragen wird, also der Stoff ein bisschen dünner wird. Und dass es sich dann aufhält, klappt halt nur deshalb, weil so ein Garn, so ein Jeansgarn nicht durchgefärbt ist, sondern in der Mitte noch weiß ist und nach außen hin halt praktisch dann immer dunkler wird. Also die Farbe konnte nicht komplett bis nach innen durchdringen. Genau, spiele ich also unmotiviert mit dem Faden rum. Das ist der, also zwei Gründe, warum Jeans mit der Zeit immer heller werden. Und hey, das ist auch genauso gewollt. Also von daher ist das totaler Mumpitz, dass richtig gute Jeans nicht heller werden oder keine Farbe verlieren.
Das ist natürlich, also ich glaube, die Diskussion war im Zusammenhang mit Waschen. Klar, da fällt es halt am meisten auf. Mache ich aber nochmal ein extra Video darüber, was man da am besten beachten soll, um nicht Fadings zu kriegen, also Auswaschung, Ausbleichung, die halt keiner will. Jetzt geht es aber praktisch um den eigentlichen Effekt des Hellerwerdens. Genau, ich sollte vielleicht noch zeigen, so als Beispiel, wie das jetzt das Hemd in Original aussieht. Das ist dieser Ton. Hier seht ihr, also es muss nicht unbedingt, klar, das ist ein bisschen dunkler, aber das Indigo verändert tatsächlich dann auch seinen Farbton. Könnte man gar nicht glauben, es ist wirklich das absolut identische Hemd, also das gleiche Hemd. Nur dass meins jetzt so 7, 8 Mal etwa gewaschen wurde. So sieht es halt komplett neu aus im Rohzustand und so sieht es halt aus, wenn es halt schon benutzt und gewaschen wurde. Genau. Und genau diese Auswaschungen sind halt das, was aus meiner Sicht zum Gutteil auch eine Jeans ausmacht. Die sehen halt, die Dinger sehen halt mit der Zeit immer cooler aus und dafür muss halt der Stoff auch Farbe verlieren dürfen. Genau darauf achtet die Industrie auch, dass es auch immer noch klappt. Ja, also das sind die beiden Gründe, warum Jeans mit der Zeit immer heller werden und warum das genauso gewollt ist. In dem Sinne, ja, lasst euch gut gehen. Besucht mich gerne mal hier in Bad Vilbel. Genau. Hier gibt es halt Hosen und Jacken und Hemden, die halt noch komplett raw sind und die noch ihr ganzes Fading-Leben vor sich haben. Und halt welche, die schon gleich cool vorgewaschen sind, in die ihr einsteigt, euch wohlfühlt und die halt gleich authentisch und cool aussehen. In dem Sinne, macht's gut.